Moin, liebe Leute. Das letzte Mal hatten wir hier ein Problem mit diesem Fahrgeschäft, weil keine Leute reingingen. Jetzt weiß ich auch warum, weil dieser Eingang hier nicht richtig dran war. Das war echt komisch. Musste den Eingang neu setzen. So, und ich sehe hier gerade, hier sind kaputte Mülltonnen. Wir haben hier Randalierer im Park. Das kann doch nicht angehen. Da müssen wir was gegen tun. Ich weiß gar nicht, ist denn noch mein Sheriff hier irgendwo? Oh, mein Personal gucken. Ich muss mal nach dem Sheriff gucken. Nein, ich will nach dem Sheriff gucken, habe ich gesagt. So, wo ist denn hier das Zeichen für den Sheriff? Das ist da. Doch, der ist da. Komisch. Gut, kriegt $10 mehr und kriegt eine Beförderung. Und dann mal gucken, ob er die Randalierer hier hat. Und ich habe gerade gesehen, dass unser Elektriker auch die Mülleimer repariert. Das finde ich ja klasse. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das muss neu sein. So, das Geschäft läuft jetzt, glaube ich, besser. Mal gucken, ob die Leute jetzt auch wieder richtig reingehen. So, ist gut angesagt, das Geschäft hier. Jetzt mache ich auch wieder richtig Plus. Oh ja, jetzt läuft das. So, mal gucken. Ja. Du gehst raus. Hier geht alle wieder raus. Und die Gruppe geht rein. Okay. Geschäft. Mal gucken. Es wird voll besetzt. Das ist in Ordnung. Super. Ja, jetzt rollt der Rubel. So, die fangen hier an, alles kaputt zu machen. Was müssen wir denn? Sicherheitskamera stellen wir dann mal auf. Wir fangen mal an. Das kostet aber richtig Geld. So, Szenarien. Wir müssen Sicherheitskameras aufstellen. Eine erstmal hierhin. Gegen die Randalierer. Und Leute, ich kann euch noch ein Geheimnis verraten. Wenn ihr auf diese Kamera klickt, könnt ihr nämlich in den ihre Perspektive gehen. Und dann könnt ihr die Kamera sogar bewegen. Finde ich klasse. Finde ich echt klasse, sowas. Das macht das Spiel doch aus. Kann man alles hier schön beobachten. Wer hier randaliert. Guck mal, da ist ein Mitarbeiter. Der rennt einfach nur hin und her. Der ist aber langweilig. Na, jetzt mal gucken. So. Dann gucken wir mal weiter. Ah, der rennt auch schon seine Kilometer hier ab. Hier läuft alles, da läuft alles. So, haben schon 1, nee, 1300. Ja, wir machen Plus. So, ich bleibe jetzt noch einen Moment in Schnellmodus. Diebstahl, Diebstahl, Diebstahl. 800 plus. Okay. Herausforderung haben wir nichts, weil im Herausforderungsmodus, wenn man hier irgendwas erfüllt, kriegt man noch $1000 extra als Belohnung. So. Gut, dann wollen wir mal darauf achten, ob hier weiter was kaputt gemacht wird. Jetzt haben wir das Geschäft. Jetzt wollen wir das Geschäft hier noch weiter ausbauen. Bei Szenerie dürfte hier noch nicht hoch sein. Nee, 43% ist nicht viel. Da müssen wir noch was machen. So, erstmal die Box hier wieder ausrichten. Wir machen jetzt Plus. Gut, dann muss ich mir jetzt keine Sorgen machen und kann in Ruhe weitermachen. Das haben wir. So. Ist ausgerichtet. So. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Dann fangen wir wieder an, ein paar Büsche zu setzen. Weil es soll ja schön aussehen wieder. Ich finde diese Büsche echt klasse hier. Hier sind sowas von klasse. So. Ein bisschen versenkt. Da können wir sogar noch einen Tick weiter rüber. Hammer. Und weitermachen. Da haben wir noch einen schönen Bodenecker. Den benutzen wir auch noch hier. So.
Hier kommt dann noch was hin. Hier setzen wir auch noch mal was hin noch. So, dann brauche ich noch ein Steinchen. Da habe ich ihn. So, ein bisschen reinsetzen. Sieht das also ein bisschen besser aus. So, und da ist auch noch ein Steinchen. Da können wir auch noch mal schön eins vorsetzen. Oder dahinter. Machen wir das so. Und dann haben wir ja noch den hier, den roten Busch. Ein bisschen drehen. Okay. Kann man so nehmen. Nee, dann ist sie ja so eingesperrt. Das wollen wir ja nicht. Doch. Kann ja über den Zaun klettern. So. Hier geht es dann weiter. Hier auch. Hier kann noch einer hin. Oh, sind schon bei 2000. Na, läuft doch. Das läuft. So, wir haben noch einen Kredit abzubezahlen. Das ist ja auch nochmal knapp 400, die wir minus machen. Und daher machen wir eigentlich doch relativ gut Plus. Und das mit wenig Aufwand. Außer die kleine Strecksekunde eben. Dass das Gefahrgeschäft nicht richtig lief. Aber das war einfach nur ein Ausgangsfehler. Beziehungsweise ein Eingangsfehler. Den habe ich jetzt einfach neu gesetzt und jetzt läuft's. Jetzt läuft es gut. So, wenn euch wundert, warum ich so nah an diesen Geschäften dran bauen kann, das ist ganz einfach. Wir gehen hier oben auf Option. Wir gehen auf Einstellungen. Und wir gehen auf Spiel und dann können wir hier alles einstellen. So kann man auch Achterbahnen ineinander verschlingen später, um außergewöhnliche Achterbahnen zu bauen. Und das ist sehr hilfreich, als wenn das immer wieder geblockt wird. Das macht nämlich keinen Spaß, wenn er jedes Mal sagt, geht nicht. Viele Dinge gehen. Und geht nicht, gibt's nicht. Schön hier fliederfarbend. Einmal so, einmal so. Kommen gleich wieder meine Bäumchen dran. Das haben wir auch. Ein bisschen versenken. Noch einer hin. So. Jetzt gehen wir mal in den Baummodus. Wo haben wir den Baummodus? Komm hier. So, da haben wir die Bäume. Was setzen wir denn mal für Bäumchen? Sieht ja auch mal interessant aus. Mal gucken. Da ins Geschäft läuft. Nein. Aber genug Platz. Ach, das Fahrgeschäft ist schon wieder kaputt. Das ist unfassbar, wie schnell alles kaputt geht. Ach, auch wieder ganz schnell repariert. Und das liegt einfach daran, weil hinten der Ausgang direkt hinter der Bude ist. Kommt der Techniker nämlich ganz schnell ran. Hier haben wir noch eine kleinere Variante. Da müssen wir mal gucken, ob er hier gleich reinrutscht. Wenn sie hier hochfahren. Sieht nicht so aus, ne? Können wir mal drehen. Na? Machen wir ein bisschen Abstand noch. Ja, ist genug Spielraum. So, und so ein schönes. Hier haben wir ein paar kleinere Bäumchen.
Setzen wir am besten hier mal rein. Die passen hier wunderbar rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. So. Oh, es entwickelt sich langsam. Haben wir irgendwo noch kaputte Mülltonnen? Nein, das ist schön. Oh, was haben wir alles für Nachrichten? Da müssen wir mal gucken. Technisches Problem wurde behoben. Monatlich 1 Million. Ne, 1000. 1 Million. Ne, 1000 sind das. So, Parkbewertung ist fast bei 500. Das ist okay. Oh, wie zufrieden sind die Leute? Ach, die sind relativ sehr gut zufrieden. Und das ist alles für jeden etwas dabei. Das ist sehr schön. So, hier fehlen noch meine Lampen. Muss ich hier noch setzen. Die Lampen sind hier. Da. So. Eins. Zwei. Drei. Einmal noch ausjustieren. So. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen nach rechts. Etwas runter. Zack. Lampe Nummer 1 ist jetzt. Jetzt kommt die zweite Lampe. So. Jetzt geht es nach oben. Ein bisschen nach hinten. Jetzt noch die dritte Lampe hier hinten. Winkelausrichtung machen wir mal eben aus. Dann können wir auch. Genau. Langsam so. Noch ein bisschen nach da ziehen. Dann sieht das auch super aus. Haben wir auch. 2100. Es steigt. Langsam, aber stetig. Technisches Problem schon wieder. Mann. Das Gerät hat hier mehr Probleme als alles andere. Warum hat das immer ständig Probleme? Oder fährt er hier irgendwo? Nee. So, den Baum kommt da nicht ran. Dann nehmen wir ihn nochmal ein Stück weiter weg. So. Jetzt hat er's. Hier ist alles soweit jetzt im grünen Bereich. So, das haben wir. Dann können wir jetzt anfangen, hier diese Buden auszubauen. Gebäude anpassen. So, jetzt gucken wir uns an. Was nehmen wir denn mal für Mauerstil? Mauerstil. Welchen nehmen wir denn mal? Oh, gefällt mir. Jawohl, hier drüben auch. So.
jetzt noch die Seitenwände ran. Einmal, zweimal, dreimal. Hier genau dasselbe Spiel. Eins, zwei, drei. So. Jetzt haben wir die Dinger erstmal hier kleinen Grund gegeben. So, meine Zeit ist schon wieder rum. So, und beim nächsten Mal werden wir dann die Gebäude hier zu Ende verkleiden. Fazit ist jetzt, wir machen Plus. Wir verdienen unser Geld jetzt. Randalierer haben wir nicht mehr. Fahrgeschäfte laufen. Das ist natürlich hervorragend. So, und dann sage ich erstmal auf Wiedertschö. Bis zum nächsten Mal.